Eigentlich ist er Allgemeinmediziner. Im Besonderen kennt er sich aber mit Modellbau aus. Peter Holbeck kommt aus Solingen und mit Solingen hat auch sein Lieblingsprojekt zu tun, genauer gesagt mit Schloss Burg. Schloss Burg im Miniaturformat, genau nach Vorlage. Wunderschön ist Schloss Burg aus der Luft anzusehen. Und von oben musste sich der Modellbauer auch dem Solinger Wahrzeichen annähern, um es möglichst exakt nachzubauen. Denn es gibt keine genauen Pläne von Schloss Burg. 11 Wochen Arbeit stecken in dem detailgetreuen Abbild im Maßstab 1 zu 100. Peter Holbeck hat wirklich keine Mühe gescheut, um seinen Traum zu verwirklichen. Dann bin ich hingefahren und habe unglaublich viele Fotos, 600 oder was, vom Schloss gemacht, aus jeder Perspektive. Ich bin raufgegangen auf dem Bergfried, ich habe von oben Aufnahmen gemacht, ich bin mit einem Freund einmal mit einem Hubschrauber drumherum geflogen, habe sehr viele Aufnahmen von oben gemacht und habe anhand der Google Earth Messungen und meinen Fotos dann die etwaige Höhe der Gebäude errechnet. Zu Hause hat Peter Holbeck eine riesige Eisenbahnanlage stehen. Mit 6 Jahren hat er sein Hobby begonnen und das lässt ihn bis heute nicht mehr los. Peter Holbeck ist ein richtiger Modellbaubesessener. Fast alles hat er bei seinem Modell von Schloss Burg selbst gemacht, bis auf die Fassade der Burg und die Miniaturmenschen. Ja, also die Dachpfannen habe ich zum Beispiel an diesem Haus einfach als Lagen von Wellpappe gebaut, die einfach übereinander geklebt worden sind. Das ist feine Bastelwellpappe. Und diese Treppe hier zum Beispiel ist auch aus dieser Wellpappe gemacht. Ja, diesen Graf Engelbert hier, den habe ich aus mehreren kleinen Ritterfiguren, die ich zersägt habe, zusammengeklebt, mit Leim umgossen und dann wieder anders gestrichen. Also man findet ständig irgendetwas, was man verwenden kann. Gebaut hat Peter Holbeck das Modell für die Wuppertaler Achse. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, auf 140 Metern die Wuppertaler Talachse im Modell nachzubauen. Schloss Burg und andere bergische Sehenswürdigkeiten sollen bei dem Mammutprojekt auch ihren Platz bekommen. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass mir ein ganz guter Gesamteindruck gelungen ist und dass ich es auch nach meinen Möglichkeiten ziemlich echt rübergebracht habe. Und es wird mit Sicherheit hier eine Attraktion sein. Schloss Burg aus Holz, Styropor und Wellpappe, immerhin 1,30 Meter lang und 95 Zentimeter breit. Der höchste Punkt, der Burgfried, ist fast einen halben Meter hoch. Peter Holbeck hat die erforderliche Routine und nötige Geduld, um so ein Mammutprojekt zu stemmen. Geduld, jawohl, sieht auf jeden Fall klasse aus.